Hallo alle zusammen, hier ist Anja. Freut mich, ihr seid schon wieder auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch eine Inspiration für Silvester. Das ist diese bestimmte eine Nacht, wo wir denken schon, was ziehe ich an, wie werden meine Haare, wie schminke ich mich. Diese Inspiration, hoffe ich, gefällt euch. Vielleicht ist sie nicht so ganz einfach selber zu machen. Aber mit Hilfe einer Freundin oder eurer Mutter wird das klappen bestimmt. Das ist meine Supermodel Monika. Ihr seht, sie hat lange glatte Haare. Ich werde mit Hilfe einem Glätteisen bisschen die Haarstruktur verändert. Das bedeutet, ich mache leichte Locken. Ihr könnt die Locken auch mit Hilfe Lockenstab machen. Oder mit Lockenwickler die Haare drehen. Hauptsache, die Haarstruktur ist ein bisschen verändert und ist viel leichter, jede Hochsteckfrisur zu machen. Das sind die gelockten Haare. Jetzt fange ich den Haaransatz zu tupieren. Genau habe ich das jetzt langsam euch gezeigt. Ihr seht, wie der Ansatz bleibt stehen und die ganze Länge fällt nach vorne. Das seht ihr jetzt, wie genau ist der Ansatz tupieren. Wie soll tupierter Ansatz aussehen? Viele von euch haben mich das gefragt. Deswegen habe ich gedacht, das ist die gute Möglichkeit, euch das zu zeigen. Natürlich, alles fixiere ich mit meinem Haarspray. Das erleichtert jede Hochsteckfrisur. Ihr werdet gleich sehen, wie aussieht tupierte Länge mit meiner Haarbürste. Da kann man das vergleichen, das tupierte Ansatz und die tupierte Länge. Meine Haarbürste macht das ganz anders wie ein Stielkamm. Ihr seht, die Haare sind so puffiger. Alles mit Haarspray schon wieder tupiert. Alles tupiert, alles mit Haarspray befestigen. Und mit meiner Bürste glatt nach oben schön gekämmt. Das möchte ich euch zeigen. Das ist eine Möglichkeit, diese Hochsteckfrisur jetzt schon zu beenden. Ich meine, die ganze Haare nach oben schön bürsten und befestigen an ganz oben mit einer Haargummi oder einer Haarklammer. Und so könnt ihr schon eine Hochsteckfrisur haben. Das ist für diejenigen, die möchten, nicht so extrem hohe Hochsteckfrisur zu haben. Dass ihr seht, alles nach oben und hier könnt man das beenden. Schön gebürstet und mit einem Locken beenden oder Haargummi oder Haarklammer. Wenn möchtest du diese Hochsteckfrisur noch höher machen, dann könntest du natürlich, wie ich, die Duttkissen, ganz normale Duttkissen, befestigen mit der Haarklammer und sie verdecken mit alle Haarsträhnen von hinten und von Seite des Kopfes. Am besten, wenn ihr habt diese Kissen in die gleiche Farbe wie die Haare, dass viel einfacher wird, die Kissen zu verdecken. Auch diejenigen von euch, wo haben nicht so extrem dicke Haare, für die wäre das auch viel leichter, natürlich, wenn die Kissen ist an der gleichen Haarfarbe. Die von euch, wo haben lockige Haare, keine glatte Haare, auch ohne Problem können diese Frisur ausprobieren. Und genauso wie ich jede Strähne über die dicke jetzt schon Duttkissen, genauso könnt ihr eure Strähne mit lockigen Haaren eine nach der anderen drauf machen und mit Haarklammer, Haarnadel befestigen. Das alles, was ich zeige euch, das ist natürlich ein Vorschlag. Jede Hochsteckfrisur, welche werdet ihr machen, von jedem von euch, wird natürlich anders aussehen. Jede Ende von dieser Frisur kann anders aussehen. Ich habe die ganze Haare glatt nach oben gebürstet, befestigt und jetzt werde ich diese vordere Partie nach hinten noch kämmen. Diejenigen von euch, wo haben
kürzere Haar vorne werden das natürlich ein bisschen anders machen wie ich, werden dann weniger zum Bürsten haben. Aber mir geht es um das, dann, das sollt ihr nicht unbedingt genau so machen, wie ich das mache. Ihr sollt einfach mit diesem Haar zu spielen und Spaß zu haben. Und denken daran, dass diese Frisur muss nicht unbedingt genauso aussehen wie bei mir. Das kann ein bisschen nach links gehen oder ein bisschen nach rechts. Das können dünne Strähnen noch außer um das Gesicht noch hängen. Das soll eure Hochsteckfrisur sein. Und das, was ich wollte euch hier zeigen, das ist nur eine Möglichkeit, eine Idee, ein paar Tipps euch zu überlassen oder zu zeigen, wie könnt ihr mit eigenen Haaren umgehen und was für einen Spaß macht das, so eine tolle Frisur selber daheim zu gestalten. Ich habe das ganze Ende von meiner Frisur vorbereitet mit kleinen Löckchen. Das fixiere ich mit einer Haarnadel und diese super süße kleine Löckchen natürlich fixiere ich mit Haarlack. Das wird halten die ganze Nacht. Auf meiner Website könnt ihr mehr Infos finden über das richtige Haarspray oder Haarlack. Das ist die XL Hochsteckfrisur. Das Richtige für eine glamouröse Party. Ich hoffe, ihr kriegt richtig Lust auf diese Frisur. Mich hat inspiriert ein berühmter Designer. Alle seine Models haben diese Frisur auf dem Laufsteg gehabt. Wenn hat euch mein Video gefallen, bitte abonniert meinen Kanal oder geht ihr direkt auf meine Website, wo habe ich noch mehr Inspirationen für euch vorbereitet.